Wir biegen ein auf die Zielgerade der Berner Digitaltag. Es ist unglaublich, wir sind schon über 21 Stunden auf Sendung. Es ist eine Zielgerade, die Spass macht. Es hat aber auch den ganzen Weg bis hierher Spass gemacht. Jonathan Gimmel, Leiter Digital Stadt Bern. Du siehst ganz und gar nicht müde aus. Ich habe das Gefühl, du könntest noch eine Woche weiterziehen. Ja, also wir hatten natürlich ein Füllhorn von Begegnungen, aber auch von Themen. Wir sind angetreten, ja, mit einem offenen Buch. Das ist der Witz von einer Diskursplattform. Und wir haben ganz viel gehört, wichtige Fragen zu dieser Smart City. Was ist das? Also auf einer höheren Ebene. Aber wir haben auch Menschen gespürt, was haben sie für Bedürfnisse. Und wir haben vor allem auch gespürt, es ist jetzt fertig, eigentlich Zeit vom, nur vom Diskutieren. Jetzt kommt das Handeln. Also es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und mit der Bevölkerung zusammen die Stadt weiterzuentwickeln und die Welt halt auch ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, das hat man gespürt, zwei Tage, 21 Stunden. Irgendwo der Geist von Erneuerung, der in Bern jetzt mit heute wie einen Startpunkt bekommen hat. Und das von dem her, ja, ich kann so weiterfahren. Ja, gell, ist schön. Und jetzt biegen wir eben ein. Die letzte Stunde tatsächlich war gekommen. Ja. Und zwar mit etwas, was schon geleistet ist worden. Du hast gesagt, jetzt haben wir viel geredet und erörtert. Und am Schluss von der Erörterung kommt immer der Schlussteil. Das soll ein bisschen konkret sein. Habe ich auch gelernt im Gimmer. Jetzt werden wir ein bisschen konkret. Und zwar mit drei wirklich innovative Frauen, die da sitzen, die ausgezeichnet werden jetzt. Und zwar geht es darum, um eine Awardverleihung. Und die Frage war, wie wird Bern zur smartesten Hauptstadt? 15 Projekte sind eingereicht worden, Jonathan, und drei dürfen wir jetzt in den nächsten 25 Minuten auszeichnen. Ja. Ich glaube, es ist ein Moment, nach dieser Reise, wie du sagst, nach dieser Journey, eigentlich auch zurückzukommen im Ausgangspunkt. Wir sind angetreten, Fragen vor der Bevölkerung hier zu diskutieren. Es geht um digitale Transformation. Und jetzt kommen wir zurück quasi zur Quelle vom Anfang, nämlich, ja, was sagt jetzt die Bevölkerung? Und darum haben wir diesen Wettbewerb lanciert. Das waren übrigens so Flyers, die wir verteilt haben, noch ergänzt mit einer netten Maske in den Zeiten, wo wir drin sind, die wir verteilt haben. Wir haben eingeladen in den Quartieren über die lokalen Medien und wir haben wirklich die 15 Projekte bekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt hier drei Auslobungen. Viel mehr von diesen Projekten könnte man weiterverfolgen. Und damit sind wir, glaube ich, beim Wichtigsten bei diesem Award. Wir wollen auch nicht irgendwelche Preise verteilen, sondern auch das ist ein Startpunkt. Wir nehmen das mit und jetzt merken wir, nach dem Reden kommt es schon wieder zu arbeiten. Wir nehmen das mit und wollen mit den Preisträgerinnen die Projekte ganz konkret weiterverfolgen und dann hören, um was es geht. Das ist ein bisschen vorwegnehmen. Und da freue ich mich darauf, das auch weiterzuführen, um mir auch zu zeigen, wie gehen wir jetzt mit so Innovationen um. Du warst Jurypräsident und du hast mir gesagt, es ist dir nicht einfach gefallen, die Wahl. Also du hast es vorhin kurz angesprochen, ja. Es waren wirklich gute Projekte, aber du musstest dich schlussendlich entscheiden. Das ist halt immer zu hart in der Jury. Und das Schöne ist, ich war zwar vielleicht der Vorsitz der Jury, aber das war eben eine Gemeinschaft, das war auch alles digital. Und da sind wir wieder im Sonnenzeichen. Die Community war ganz divers, also wirklich breit zusammengesetzt, die diskutiert hat, was ist jetzt eigentlich der kreative Teil dran an dieser Lösung, wie lässt sie sich umsetzen. Ob die Frage ist, wie viel erreichen wir in der Bevölkerung? Das ist ja gängig wichtig. Ist das nur etwas für eine kleine Gruppe, die man gerade alle erreicht? Oder ist das etwas, das eine grosse Breite anspricht? Und ich glaube, was wir bekommen haben, also ich muss euch sagen, ich bin total begeistert. Und es zeigt ja nur die kleine Einladung. Stell dir vor, was wir alles leisten als Stadt Bern. Die kleine Einladung hat so viel ausgelöst und das schreit ja nach mehr. Also von dem her, super. Nächstes Jahr sind es 150 oder 1500 Eingaben. Ich weiss nicht, ob es Menge ausmacht. Ich glaube, es ist die Ehrlichkeit vor der Begegnung und das echte Interesse, das weiterzuziehen. Und ich glaube, das können wir transportieren. Wir sind alles Menschen, wir sind alle verbunden mit dieser Stadt, in der wir drin leben, drin arbeiten. Und wir wollen die Stadt zur smartesten machen. Das ist ein komisches Wort. Ich würde vor allem sagen, zur nachhaltigsten, zur inklusivsten Stadt, wo wir uns richtig wohlfühlen und eigentlich unsere Kinder und Kindeskinder wollen sehen, wie sie aufwachsen und alles Signal wie die Welt. Also, es hat durchaus einen größeren Anspruch, als einfach ein bisschen Preise vergeben, ein bisschen Show machen. Also das ist unser Commitment und da freue ich mich wahnsinnig. Darüber drum auch der Preis. Ihr seht, das ist sehr etwas haptisch. Das ist nämlich ein bisschen Schiene. Ein Schnitt aus einer Schiene raus. Und das ist auch eine Hommage an all unsere Kolleginnen und Kollegen, die nicht digitale Arbeitsplätze haben. Unser Leben besteht aus ganz vielen Menschen, die dazu beitragen, die Infrastrukturen bereitstellen. Es gibt nie und nimmer eine smarte City, wenn wir nicht das im Verbund machen können mit allen Berufsgruppen. Und da eine einfache Metallschiene, die jedes Transportmittel trägt, die erst Grundlage ist für
Modalsplit und all die tollen Themen, die wir diskutiert haben. Also die Abverbindung von dieser realen, analogen, über Generationen erarbeiteten Welt her in die digitale. Das ist auch das Commitment. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, biegen wir ein auf der Zielgerade, wo wir schon sind. Und zwar in Richtung erste Preisträgerin. Und ich freue mich sehr, es ist nämlich jemand, den ich schon den ganzen Tag mit ihr zusammen moderiere. Es ist Miriam Ganter. Sie ist Managing Partner bei Superloop Innovation, Mitgründerin vom Impact Hub Bern und gehört gemäss der Bilanz im Schweizer Wirtschaftsmagazin zu den Digital Shapers 2020. Miriam, herzlich willkommen, wir sehen es schon den ganzen Tag, aber es freut mich extrem, dass ich jetzt dir das Wort übergebe und du nämlich live pitchen, eure Idee, digitale Einbürgerung. Genau, für die aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer haben vielleicht gemerkt, mein Pass ist nicht rot, sondern so braun. Und momentan bin ich im Einbürgerungsprozess und ich hoffe, das hier tut dem nichts ab. und für mich ist es wirklich aus einem persönlichen Pain entstanden, die Eingabe. Ich wollte eigentlich gar nicht eingeben, ich sollte eigentlich nur sharen, dass der Wettbewerb stattfindet und wurde dann gebeten, ich soll doch bitte meine Idee auch eingeben. Und das ist mein Beweisstück, das hier ist mein Papierstapel von der Einbürgerung. Das ist der, den ich zu Hause habe. Ich will gar nicht wissen, wie der beim Amt ausschaut. Und vor allem für mich auch nicht nur das, also es gibt ein Papier, das ist mein Lieblingspapier. Ich habe alles von Hand ausgefüllt und hatte dann einen Termin bei der Behörde, wo wir zusammen angeschaut haben, ob es richtig abgetippt wurde. Und ich wusste auch nie, wie der Prozess wirklich geht. Ich wusste, er geht lang und irgendwann nach dem Lockdown, weil während dem Lockdown konnte es nicht bearbeitet werden, weil es war ja auf Papier im Büro, habe ich dieses Papier bekommen. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt gesehen habe, was sind für Prozessschritte drin. Und für mich, es war immer Blindflug. Ich wusste nie, welche Dokumente braucht es wann. Ich wusste immer so, als nächstes muss ich das Dokument abgeben und dann passiert der nächste Schritt. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, es gibt viele Möglichkeiten, was man machen kann, um den Prozess zu digitalisieren. Es kann so etwas Einfaches sein, wie dass man diese Prozessschritte online sieht, dass man sieht, welche Dokumente brauche ich für welchen Schritt und wann. Es kann ein bisschen mehr sein, dass das vielleicht nicht mehr per Hand ausgefüllt wird, sondern vielleicht kann man ein digitales PDF ausfüllen. Vielleicht gibt es sogar wie beim TaxMe eine Maske, wo man all seine Daten abfüllt. Ich bin mir völlig dessen bewusst. Für mich ist es ein einmaliger, etwas mühsamer Prozess. Aber für diejenigen, die bei der Verwaltung arbeiten, das ist ja ihr tägliches Brot. Und ich bin mir sicher, es gibt Spannenderes zu tun auf der Verwaltung, als Papiere von Hand geschrieben abzutippen ins System. Also, das war die Eingabe, das ist die Idee. Und die Pain kann ich absolut nachvollziehen. ich bin auch mehrfacher Staatsbürger, versuche momentan meinen Irischpass zu erneuern. Es ist eine Katastrophe. Ich gebe gerne über, und zwar an unsere Laudatorin, das ist Sabina Steiner. Sie ist Leiterin der Fachstelle Digitale Entwicklung. Sabina, warum gewinnt Miriam den Preis? Ich habe aus eigener Erfahrung berichtet. Ich bin auch sehr nach an so einem Einbürgerungsverfahren dabei gewesen, vor 2 Jahren. Und was für mich eigentlich so ein Stichwort ist, ist Transparenz. Und es ist so, man tut als antragstellende Person sein Innerste öffnen gegenüber dem Staat. Man muss sehr viele Angaben machen. Ja, die sehr persönlich auch sein. Und die Antwort ist nachher ihr Einbürgerungsteam oder irgendwas, aber sicher kein Name und auch kein klarer Prozess, der einem mitgeteilt wird. Und ich denke, dort ja, nehmen wir die Idee sehr gerne auf, weil es ist ein Prozess, der auch in anderen, für andere Verfahren kann gebraucht werden kann. Und es geht vor allem darum, Transparenz zu schaffen für den Bürger oder Antragstellende, die so einen Antrag stellen, damit sie eigentlich von A bis Z wissen, woran sie sind. Und dadurch auch das Vertrauen zum Staat können beibehalten. Darum ja, übergeben wir dir den Preis sehr gerne und nehmen die Idee auf und nehmen sie mit. Also, Miriam, das ist der Moment. Wir dürfen ja aufgrund von der Situation keine klassische Übergabe machen. Darfst du dir dein Gleisstück selber holen? Das ist eine interessante Übergabe. Genau. Merci euch. Herzliche Gratulation, Jonathan. Ich glaube, als Jurypräsident vielleicht einen Satz noch zu sehen. Ja, ich glaube, es ist einer der wichtigsten Prozesse, eine Entscheidung gefällt für das Land, wo wir dazugehören. Teilzuhaben, Bürgerrecht nicht nur anzunehmen, sondern auch auszuüben. Und es ist ein Prozess, der alle staatlichen Ebenen beinhaltet. Es ist etwas anspruchsvoll, Gemeinde, Kanton, Bund und zurück. Und das zu moderieren, auch im Sinn von einer Visitenkarte, auch im Sinn von diesem qualitativen Verfahren, ich glaube, das ist,
Herausforderungen, die wir sehr gerne annehmen und jetzt auch hier nicht einfach lösen können, sondern eben in die nächste Ideation Journey mitnehmen und auch mit den Betroffenen und vor allem mit den Behörden, die Teil sind von diesem Verfahren, dahinter gehen, das zu digitalisieren. Also. Aber eben, du hast gesagt, die Idee hier, die bleiben nicht in der Cloud sozusagen, sondern die werden umgesetzt. Ja. Also das ist auch ein Auftrag und wir erwarten das natürlich auch. Genau, und da muss ich noch eine Klammer auftun, was machen wir damit? Es geht für die anderen Preise noch. Es ist so, dass wir dank der super Zusammenarbeit mit EWB, Energie- und Infrastrukturtreffer Stadt Bern und Bern Mobil, einen Ideation-Prozess haben, wo wir eigentlich Jahr für Jahr können, wertvolle Ideen aufnehmen, auch eigene aus der Verwaltung heraus, wo wir natürlich uns selber auch reflektieren müssen, auch Themen von diesen beiden Gesellschaften. Und da nehmen wir das jetzt mit. Und das heisst, wir verleihen jetzt nicht einfach da noch ein bisschen, verleihen, sondern das kommt in die Arbeit, in ihre Absicht, das so weit zu bringen, dass man schauen kann, wie setzt man das um. Es kann sein, dass etwas nicht umgesetzt werden kann, weil es in irgendwelchen Sachen scheitert, aber voll auf die Reise mitnehmen in die Ideation Journey hinein. Und das wird natürlich ein Knacknuss sein, wie wir mit dem umgehen. Da freue ich mich schon auf sehr spannende Gespräche, wie wir die staatliche Ebene überwinden. Und das war übrigens auch das Thema in diesen zwei Tagen. Wie schaffen wir es, die föderalen Strukturen eigentlich zu moderieren und uns auf Standards zu einigen? Und das ist doch ein super Use Case. Also, da haben wir einiges vor, freue mich sehr. Wir gehen weiter von der Einbürgerung zur Mobilität, und zwar zum Vehikel, wo wir viel darüber geredet haben, nämlich zum Velo. Wir haben mehrere Gespräche geführt über die neue Mobilität, E-Mobilität, und genau in diese Richtung geht der nächste Pitch. Es geht um gescheite Velos, und die Arbeitsgruppe gescheite Velos, die hat ein Video mitgebracht. Da schauen wir rein. Die Stadt Bern ist eine Velostadt. Sehr viele Bürger benutzen das Velo zum Pendeln oder in der Freizeit. Immer noch werden viel zu viele Velos gestohlen. Und nur 1,7% der Diebstähle können aufgeklärt werden. Unsere Lösung verbindet die Velos miteinander, sodass sie sich gegenseitig vor Diebstahl schützen. Das Velo an sich ist schon ein großer Beitrag zur Nachhaltigkeit. Aber wie kann man Digitalisierung der Velos und Nachhaltigkeit kombinieren? Ökologische Nachhaltigkeit. Je weniger Velos gestohlen werden, desto mehr Bernerinnen und Berner nutzen das Velo und desto häufiger nutzen sie es. Das Velo belastet die Umwelt deutlich weniger als alle anderen Verkehrsmittel. Soziale Nachhaltigkeit. Je weniger Diebstähle zu verzeichnen sind, desto weniger Unruhe empfinden die Menschen. Sie sind großzügiger und weniger aggressiv gegenüber Dritten. Dies trägt insgesamt zu einer nachhaltigeren Gemeinschaft bei. Die einfache Lösung wären Kameras an allen möglichen Orten. Das wollen wir nicht. Die Stadt soll ein Freiraum bleiben, ohne ständige Überwachung. Die intelligenten Velos kommunizieren über den Beacon deshalb direkt miteinander und immer so anonym, wie du es willst. Dies wird dank der Peer-to-Peer-Technologie, modernen Verschlüsselungsverfahren, künstlicher Intelligenz für die Erkennung und Aufklärung sowie Blockchain für die Datenspeicherung erreicht. Dies ist eine praktische Lösung bei Diebstählen. Wird ein Velo gestohlen, wird ein Alarm ausgelöst und durch die Peer-to-Peer-Technologie kann später die Location ausfindig gemacht werden. Von diesen Ideen profitieren alle Velofahrer und Velofahrerinnen, die Polizei, die Versicherungen und die gesamte Bevölkerung, weil durch tiefere Kosten die Abgaben und Versicherungsgebühren fallen. Der Beacon ist das Herzstück des intelligenten Velos und umfasst folgende Basisfunktionen: die Velolampe, eine Uhr, Schnittstellen zu Apps wie Strava, den Diebstahlalarm, eine Fitness- und CO2-Einsparungsmessung und ein Navigationssystem. Schritt für Schritt werden Erweiterungen dazugebaut, wie beispielsweise die Integration mit den Velo-Zählern, automatische Nachverfolgung bei Diebstahl, Sammeln von Velo-Punkten und Kopplung an die Versicherung. Dynamo für die Stromversorgung, Parkplatzsuche, Notfallalarm. Und vielleicht hast du noch weitere Ideen. Wiederum ein Pain, den wir, glaube ich, alle irgendwie nachvollziehen können. Bei Miriam ist es um die Einbürgerung gegangen und hier geht es um geklaute Velos. Ich wohne auch in der Stadt Bern und muss auch zugeben, schon zwei sind mir abhanden gekommen. Aber nur 1,7% werden tatsächlich wieder gefunden von diesen geklauten Velos. Also es ist wirklich eine
immens tiefe Aufklärungsrate, die man da hat. Und jetzt wechsle ich zu Michelle Hartmann. Sie ist Vertreterin der Arbeitsgruppe «Gescheide Velo». Ganz herzlich willkommen, Michelle, und herzliche Gratulation. Ein Problem, das wir offenbar alle haben mit den gestohlenen Velos, gell? Genau. Auch in unserer Arbeitsgruppe ist das jedem schon passiert, auch in der Stadt Bern. Und darum haben wir gefunden, da muss man etwas dagegen oder dafür machen. Und warum nicht auch ein Schloss mit integrierten Funktionen, das noch ganz viel mehr kann, weiterentwickeln. Wir haben wieder jemanden da, der die Laudatio macht. Es ist Andrea Gribi, die ich heute auch schon mal begrüßen im Rahmen der QB-App. Sie ist Senior Business Consultant bei Energiewasser Bern. Andrea, warum bekommt die Arbeitsgruppe «Gescheide Velo» den Preis? Herzliche Gratulation. Ich hatte sehr, sehr Freude an eurer Idee. Gerade hier wo wir in Bern, wo wir eine Velo-Hauptstadt sind, mit der Velo-Initiative und Offensive, ist es natürlich cool, wenn wir auch gescheite Velos dazu hätten, die uns das Ganze erleichtern. Im Namen von Energiewasser Bern, der Stadt Bern und Bernmobil freue ich mich sehr, dass ihr die Idee konkretisieren bei uns an der Ideation Journey. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke vielmals. Michelle, auch du darfst selbstverständlich dein Gleisstück nehmen. Herzliche Gratulation auch an die ganze Arbeitsgruppe natürlich. Ihr habt ja das wirklich in ihrer Gruppe eigentlich genau. Das entwickelt. Und jetzt natürlich wie immer auch der Jurypräsident, der noch sein Wort darf, dazugeben darf. Jonathan, auch du hast sicher schon mal ein Velo müssen abschreiben. Ich fahre eben Publibike und das ist natürlich wunderbar. Das ist, das steht da aus, das kann ich teilen von Natur aus. Mobilität teilen, das ist genau mein Ding. Also von dem her bin ich jetzt von dem nicht so betroffen, aber es mir natürlich hier sehr gut gefällt. Es berührt ganz viele Themen, die unserer Bevölkerung im ganz engsten Interesse sind. Ich habe es manchmal gesagt, ich will es noch manchmal sagen, das Vertrauen der Bevölkerung in das Handeln als Staat, das misst sich an Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen. Und das sehen wir hier gut. Ich gebe etwas Preis, ich habe den Nutzen davon. Und heute ist eine App vorgestellt, das heisst E-Police. Das kann sein, wie kann ich digital einen Schaden melden oder einen Diebstahl? Wenn wir das hier zu Ende denken, das App braucht es nicht. Weil unsere gescheiten Velo, die lösen alles ab. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass das nicht nur ein gutes Gefühl gibt, sondern dass das echt eine Ressource spart, wo wir viel gescheiter anstellen als Leute beschäftigen in irgendwelchen Verfahren. Wir können uns dann noch darüber unterhalten, das machen wir dann am anderen Talk, wie, warum stellen wir Velo? Offenbar haben wir den Mobilitätssplit noch zu wenig mit dem Publibike. Das finde ich auch ein interessantes Thema. Aber hier steigen wir drauf ein. Und ja, wie du, Andreas, top. Passt doch bestens in die vernetzte Welt hinein. Herzliche Gratulation. Einfach noch etwas. Man kann Wettbewerbe einreichen ohne so eine super Presse. Also das ist nicht das Level, aber natürlich noch viel mehr. Wenn es schon so viel denkt, ist, dann geht es dann umso schneller weiter. Sehr, sehr gut. Nochmal wirklich auch von mir ganz herzliche Gratulation. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Projekt. Und das Projekt, das hat den Namen Platz da und ist entstanden im Rahmen von der Covid-Pandemie, wo plötzlich viele Räume nicht gebraucht wurden. Und was mit diesen Räumen passieren soll, das haben uns die Initiantinnen ebenfalls in einem Video darlegen. Wie findet man schnell und günstig eine Bürofläche nur für ein paar Wochen? Wie finde ich eine Ausstellungsfläche für 3 Tage? Warum hat eigentlich ein Auto das Recht, hier zu stehen, aber mein Gemüse nicht? Was passiert mit den Innenstädten, wenn Corona-bedingt das kulturelle Leben eingeschränkt wird? Ich bin Luise Letzner. Und ich bin Stefanie Menzel. Und wir schaffen mit Platzda eine Online-Plattform, die es Leuten ermöglicht, auf unkomplizierte Art und Weise Flächen temporär zu mieten. Als Wahlbännerin möchten wir damit einen Beitrag dazu leisten, die Stadt auch in Corona-Zeiten zu beleben. Vermittelt werden unter anderem Büroflächen, Gewerbeflächen oder auch Parkplätze für deine Idee. Viele Büro- und Gebäudeflächen stehen aus administrativen Gründen leer und verbrauchen dabei Strom und Raum. Mit Platzda wollen wir eine Möglichkeit schaffen, diese Räume effizienter zu nutzen. Auch im öffentlichen Raum gibt es unserer Meinung nach Orte, die besser oder anderweitig genutzt werden könnten, zum Beispiel Parkplätze. Die werden im Schnitt 23 Stunden pro Tag von Autos belegt und wir könnten uns auch anderweitige Projekte, zum Beispiel kreative Projekte oder Begrünungen für diese Orte vorstellen. Begrünungen von Parkplätzen würden sich vor allem im Sommer positiv auf das heiße Berner Stadtklima auswirken. Platz ist innovativ, weil Leute auf völlig neue Art und Weise miteinander vernetzt werden. Wir bieten eine Plattform, die administrative Hürden senkt in der Nutzung temporärer Flächen
und bringen digitale Tools in die Stadtverwaltung zur Vermittlung von öffentlichem und privatem Raum. Grundsätzlich ist die Plattform für jede Idee offen. Wir können uns vorstellen, dass die Flächen zum einen gewerblich genutzt werden, zum Beispiel für gastronomische Betriebe oder Pop-up-Stores, aber auch für Kunst- und Freizeitangebot. Vielleicht möchte ich mit meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen die Mittagspause in der Sonne verbringen und wir mieten uns zu fünft einen Parkplatz. Das wäre nun auch besonders Corona-freundlich. Die Idee fördert die Sichtbarkeit von jungen, kreativen Unternehmen und damit profiliert sich Bern als Innovationsstandort. Gleichzeitig ist es natürlich spannend, mit so einer Plattform herauszufinden, was die Leute eigentlich gerne mit öffentlichen Räumen oder auch privaten Räumen in zentraler Lage anstellen würde, und man tritt neu in Dialog mit den Anwohnern. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir saßen am Küchentisch. Wir sind eine relativ große WG und haben auch viel Besuch und haben uns einfach gefragt, wo gibt's Platz da? Ja, wo gibt's Platz da? Wir haben Lust, Projekte umzusetzen, und wie könnten wir mehr Räume oder günstige Räume dafür finden? Und dann dachten wir sind vielleicht nicht die Einzigen, die Lust auf mehr Projekte und effizientere Raumnutzung haben. Und im Endeffekt, diese Räume sind da. Es ist einfach administrativ wirklich anstrengend, sie zu kriegen und mit großem Aufwand verbunden. Wir würden gerne diese Zwischennutzung, die eigentlich jedem bekannt sind, dass sie Mehrwert bringen für die Stadt, mit einem einfachen Tool ermöglichen. Ja, und wie wir drauf gekommen sind, wir hätten das Tool einfach gerne selber gehabt. Ja. Um das Gleisstück geht es also, und ein bisschen heller. Und das letzte bisschen heller, wo Stefanie Menzel und Luisa Letzner also werden gewinnen. Ganz herzliche Gratulation, Stefanie, du bist da. Ich habe das Gefühl, die Idee, auch wiederum eine, die ich absolut nachvollziehen kann, die ist in dieser Pandemie entstanden. Ihr habt auch gefunden, machen wir irgendetwas Kreatives aus dieser Situation. Ja, wir saßen einfach zu Hause, und ich will nicht sagen, wir haben schon Platz, aber wenn alle zusammen zu Hause arbeiten, dann wird es doch irgendwann sehr voll, und wir haben es gesagt, die Bibliotheken sind zu, aber die Büros sind auch alle leer, also nicht nur in Bern, auch in anderen Städten. In London ist ja, glaube ich, irgendwie zwei Drittel der Büros steht leer, und dann dachten wir, okay, warum kann man die eigentlich nicht anders nutzen? Tolle Idee hat auch der Pascal Sieber gefunden, ein Mitglied der Jury. Er ist ein Laudator. Der Pascal Sieber ist Transformation Consultant bei Sieber und Partners. Pascal, ich übergebe dir das Wort. Dankeschön. Ja, es ist ja sinnbildlich, dass es am Küchentisch entstanden ist, dort, wo die Gemeinschaft eigentlich stattfindet. Und viele so Plattformen, die irgendwie sollten Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, die wollen immer gerade die heierlegende Wollmilchsau sein und ganzen Haufen Tools anbieten und so. Und dann nutzt es niemand, weil man überwältigt ist und es zu viel ist und nichts Konkretes. Die Idee Platz da von der Stefanie Menzel und von der Luise Letzner ist konkret, bringt etwas auf den Boden, und zwar schnell. Und darum haben wir gefunden, dass wenn wir auszeichnen. Es bringt digitale Tools zu jedem von uns. Wir können morgen damit anfangen zu arbeiten, sehr niederschwellig. Und dann können wir miteinander lernen und experimentieren. Und die Gemeinschaft kann zusammenwachsen. Und am Schluss belebt es auch noch die Stadt Bern. Und das ist ja schön. Ja, das dachten wir. Gratuliere herzlich für die Idee. Und Stefanie, merci vielmals. Du darfst gerne dein Gleisstück übernehmen. Und Jonathan, als Jurypräsident, hast du das letzte Wort zu diesem Projekt. Ja, ich möchte die eierlegende Wollmilchsau aufnehmen, weil das ist das Projekt nämlich schon. Weil genau der öffentliche Raum ist etwas, was unsere Gesellschaft extrem interessiert, wo ganz viele Interessen zusammenhängen, mit dem Strassenverkehr, mit den öffentlichen Räumen, im Büro. Die Stadt versucht ja mit Zwischennutzungen, mit einem super Verwaltungsmanagement, mit einer tollen, offenen Gewerbepolizei, hat sie ja versucht, auch die Pandemie zu meistern, insbesondere für die Gastgeber. Es ist ja wahnsinnig viel passiert. Und wir haben gestern den Sicherheitsdirektor, den Reto Nausen, hier gehabt, weil er Chef ist von der Gewerbepolizei. Und was hat er gesagt? Man hat sehr viel gelernt, auch im Tempo innen, unkompliziert Hand zu bieten. Und ich glaube, das brauchen wir, um das zu lösen. Weil genau, wenn wir schnell vorwärts gehen wollen, und das ist hier sicher das Moment, das wir erreichen wollen, dann müssen wir wirklich da alle zusammenbringen, die da eine Lösung finden. Und das zeigt ja, Innovation, das liegt nicht auf der Straße einfach so. Das müssen wir darum ringen und nach Lösungen suchen. Und darum freue ich mich sehr, das auch als Challenge in den Prozess hineinzunehmen von der Ideation Journey. Und wir warten übrigens nicht mit diesem Prozess, da können wir auch hier im Online-Setting, wie wir jetzt drinnen sind. Also es gibt keinen Grund, mit dieser tollen Idee zu warten. Freue mich sehr.
Sehr, sehr schön. Und das wollen wir auch entsprechend feiern hier bei uns im Studio. Sollen wir mal etwas sagen, wir haben uns nicht Mühe gegeben. Bei uns geht es jetzt hier.